Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich folge heute einem Impuls. Ich habe heute Morgen im Status den Engel der Zuversicht gesehen und gelegt für euch und weiß, dass viele von euch auf so einen kleinen Strohhalm, auf so ein kleines Licht am Ende des Tunnels, auf so ein winziges Signal von der anderen Seite warten, um besser im Vertrauen bleiben zu können, denn gerade jetzt, wenn draußen alles kalt und nass erscheint und dunkler wird, weil die Nächte länger werden und die Tage kürzer, dann ist es die ganz normale menschliche Sehnsucht, dass man sich nach Wärme, nach Kuscheln, nach Anlehnen, nach einem Menschen sehnt, der einen in den Arm nimmt. Und ja, für alle diejenigen, die das noch nicht geschafft haben, wo das noch nicht der Fall ist, wo der Gegenüber einfach noch schweigt, an seinen Themen arbeitet, Dinge heilt oder wo du einfach nicht weißt, was los ist. Für alle diejenigen möchte ich heute ein bisschen Zuversicht geben mit dem Dreiergespräch, was er und du gemeinsam führen und wo das Universum entsprechend einen Kommentar abliefert und seine Meinung dazu sagt. Das Universum wird über die Gilde Schulbrille-Lenormand-Karten dargestellt. Ansonsten lege ich mit der blauen und der silbernen Eule jeweils auf einen von euch beiden. Und ich würde sagen, mal nicht viel schnacken, komm in Nacken, nee. Fang mal an mit dem Gespräch. Hey, klappern schon die. Ein Signal, es klappern schon die Wasserstäbe. Liebes Gegenüber, liebes Herzblatt, Liebster, was hast du zu sagen? Was ist bei dir los? Was dürfen wir wissen? Tja, eine Karte ist schon mal in den Tisch gefallen, was unter den Tisch fällt, kann weg. Ja, was ist bei ihm los? Bei ihm dreht sich momentan im Kopf alles um den Neuanfang. Und er sagt dazu, ich vermisse unglaublich unsere Leichtigkeit, unsere Lebensfreude. Ich vermisse es einfach, mit dir leicht und verspielt umzugehen. Ich liebe es, diesen Schlagabtausch mit dir, wenn wir zusammen rumwitzeln, wenn wir flirten, wenn wir einfach ja, leicht und fröhlich miteinander umgehen. Und ich möchte das gern wieder haben. Ich möchte dir nahe sein, ich möchte Spaß mit dir haben. Ich möchte das Licht wieder sehen und ich weiß, du bist mein Licht. Oh, so. Ach, da haben wir noch was, guck mal. Das Haus ist auch noch gefallen. Du gibst mir Sicherheit und Stabilität. Und ich brauche gerade in meinem Leben Sicherheit und Stabilität. Momentan ist es bei mir so, dass ich irgendwie gar nichts auf die Reihe kriege. Ich habe gehofft, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Ich habe gehofft, mir ein neues Leben aufzubauen, um dir etwas bieten zu können. Ich wollte ja, genügend Vermögen haben und ein schönes Zuhause für uns finden. Aber so richtig funktioniert das alles nicht. Und ja, damit ich aus diesem Loch wieder rauskomme, lass uns einfach locker leicht nochmal von vorn beginnen. Lass uns einfach locker leicht in die Kommunikation gehen und uns wiedersehen. Du bist meine stabile Basis und ich möchte einfach mit dir zusammen sein. Was sagst du dazu? Ja, die Wege. Ja, du weißt, dass ich mich für dich entschieden habe. Du weißt, dass unser Weg gemeinsam weitergehen soll. Aber es hat mich natürlich auch verletzt, dass du dich so lange zurückgezogen hast, dass ich nicht weiß, was los ist, dass du nicht mal auf freundschaftlicher Basis den Kontakt zu mir gesucht hast. Den ganzen Sommer warst du abgetaucht, kein Lebenszeichen. Und ansonsten eben auch nichts von dir hören lassen. Ich kann immer nur auf seelischer Ebene fühlen und spüren, wie es dir geht und wie du für mich empfindest. Aber du hast mir noch nicht mehr gesagt, das, was du eben gesagt hast, dass ich dir wichtig bin, dass ich deine
stabile Basis bin. Das alles weiß ich ja alles gar nicht. Und von daher ist es für mich wirklich schwer, daran zu glauben, dass du es nochmal wagen wirst, auf mich zuzukommen. Was sagt das Universum? Die wollen alle beide. Ja. Es sieht nach Verlust aus, aber es entspricht der Heilung. Er hat einfach gesundheitliche Themen aus diesen ganzen Verlusten, aus finanziellen Verlusten, aus Verlust seines Arbeitsplatzes oder das Sterben verschiedener Projekte, weil es in dieser Situation wenig Investoren gibt, die sich in Deutschland und Europa aktuell tummeln. Jeder wartet ab, was passiert. Und das ist natürlich auch eine Situation, die ihm nicht gut tut. Ja? Also er hat damit auch gesundheitliche Themen. Er hat damit auch seine gesundheitliche Stärke verloren. Ihm geht es wirklich gerade nicht gut. Spring über deinen Schatten. Was sagt er? Ach, Mischung. Macht der Gewohnheit. Ja, ich mache mir unglaublich viele Gedanken. Ich mache mir über uns Gedanken, aber in erster Linie mache ich mir wirklich über meine Existenz Gedanken. Also auch wenn das schon immer mal Thema bei mir war, so gab es dann leichte Lichtblicke, wo ich Hoffnung hatte, dass sich Dinge wieder ergeben werden, dass ich einfach ein finanzielles Polster aufbauen kann, dass mit neuen Projekten auch wieder Gelder in die Kasse gespült werden. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ist das alles immer schlimmer und immer unschöner geworden. Ich kann es mir nicht erklären und es fällt mir total schwer, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen. Was sagst du? Ja. Zu viele. Was sagst du dazu? Was sagst du zu seinen Gedanken? Ja, ich wünsche mir Klarheit, ich wünsche mir Gespräche mit dir. Ich wünsche mir, dass dein Licht am dunklen Himmel zu sein. Ich bin immer für dich da. Du kannst mit mir über alles reden, was dich belastet, aber natürlich auch über die schönen Dinge. Genauso wie du möchte ich halt auch, dass es locker, leichter, fröhlicher weitergeht. Ich sehe den Neubeginn mit den Sternen eben auch. Ja? Also, dass wir einen Weg finden sollten, dass wir aus dieser schwermütigen Energie, die uns beide belastet, dich sicherlich noch ein Stückchen mehr, aber die auch mich einfach belastet, weil sie auf unsere Verbindung spiegelt und ich mit dir auch nicht vorwärts komme, lass uns einfach sprechen, Klarheit gewinnen. Das Universum sagt, redet nicht um den heißen Brei, da gibt es ganz tiefe Gefühle. Ihr beide habt ganz tiefe Gefühle füreinander. Ihr beide wisst, dass ihr eine unglaubliche Seelenverbindung miteinander habt. Und es ist eure Aufgabe aktuell, die Dinge wieder in den Fluss zu bringen. Ja. Es wieder fließen zu lassen. Nur was fließen kann, kann sich verändern. Nur was fließen kann, kann auch positive Dinge wieder an Land spülen und kann allen Ärger davon spülen. Ja. Bringt eure Verbindung ins Fließen. Es wird euch gut tun, nicht nur über die Liebe und Gefühle zu sprechen, sondern eben auch über finanzielle Themen, über alle anderen Sachen, die euch belasten. Auch zu viele Karten. Der Park. Ich möchte dich sehen, ich möchte dir nahe sein, ich möchte mit dir reden, ich möchte alles aufklären. Es tut mir sehr leid, dass ich dich verletzt habe mit meiner Reaktion, aber ich wusste mir auch keinen anderen Rat. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich muss mich um mich kümmern. Mein Selbstwert hat unglaublich unter der Situation gelitten. Ich habe das Gefühl, nichts auf die Reihe zu bekommen und das seit sehr, sehr langer Zeit. Ich habe das Gefühl, dass mir alles wegbricht und ich mache mich selbst dafür verantwortlich. Ich glaube manchmal auch, es nicht wert zu sein, mit dieser tollen Frau zusammen zu sein, die ihr Leben im Griff hat, die selbstbewusst ist, die für sich finanziell gut sorgen kann, die alle anderen Probleme mit Leichtigkeit sieht und aus dem Weg räumt.
Auch ich habe schwere Phasen. So leicht, wie es immer aussieht, ist es gar nicht. Aber mein großes Ziel ist, mit dir in eine feste Partnerschaft zu gehen. Mein großes Ziel ist, mit dir zusammen zu sein, zusammen zu leben. Und dafür, ja, versuche ich, so wie es mir dann eben auch mal gut und mal nicht so gut gelingt, versuche ich, gut bei mir zu bleiben, versuche, nicht die Probleme zu sehen, sondern das als runde Sache zu sehen. Ich versuche immer wieder in meine innere Mitte zu kommen. Weil ich nicht mit dir reden kann, muss ich mit mir selbst reden, muss ich in die Stille gehen, weil nur auf einem stillen See auch die Sterne zu sehen sind. Ja? Ich für mich muss auch bestimmte Dinge ergreifen, um mich selbst zu erziehen, um meine Themen zu bearbeiten, um mich auch immer wieder in diese positive Laune zu bringen. Aber mein großes Ziel ist die Partnerschaft und dafür gelingt mir ganz viel. Das Universum spricht. Ich sag's doch, tiefe Gefühle, es ist eine ganz, ganz besondere Liebe, die euch beide verbindet. Ihr seid wie diese Schwäne, ihr spiegelt euch, ja? Ihr spiegelt euch Themen, es kommen alte Sachen wieder hoch. Ihr wisst um eure alte Verbundenheit, ihr wisst um das frühere Leben. Auch wenn ihr es nicht konkret machen könnt, wisst ihr einfach darum, dass ihr beiden euch schon früher begegnet seid und dass diese Liebe mit niemandem anders gelebt werden kann. Dass ihr einfach total aufeinander fixiert seid und dass der andere euch ein guter Partner ist, aber auch ja, eben die Liebe des Lebens ist und immer, immer etwas Besonderes bleiben wird. Ich fühle diese Liebe. Ja, diese Liebe ist in mir und diese Liebe ist das Einzigste, was mich noch auf dieser Welt hält. Es gab schon die letzten Wochen und Monate Situationen, wo ich mich gefragt habe, warum bin ich hier, wofür bin ich da, was soll das alles? Und hatte das ein oder andere Mal den Gedanken, aus diesem Leben zu gehen. Aber die Liebe zu dir hat mich immer wieder aufgerichtet. Die Liebe zu dir hat mir sehr geholfen, ja, verantwortungsbewusst damit umzugehen und auch immer wieder meine Gedanken zu klären, auch immer wieder ja, mich darauf zu besinnen, was wichtig ist. Ich bin nun mal ein Kopfmensch und deswegen fällt es mir im ersten Moment schwer, über Liebe zu sprechen und die Liebe, die ich wahrnehme, auch zuzulassen. Aber ich habe im Laufe der letzten Wochen gelernt, dass ich dich nicht in eine Schublade packen kann, dass ich mein Herz nicht einmauern kann. Ich habe mein Herz wieder für dich geöffnet und ich möchte gern diese Liebe, die ich so lange eben mir selbst verboten habe, ich möchte diese Liebe gern leben. Wer sagst du dazu? Ja, da haben wir den Turm und die Ruten, wenn ihr es nicht seht. Du hast dich von mir zurückgezogen, du hast dich extrem zurückgezogen, du hast dich eingemauert, du hast dein Herz eingemauert und hast dir verboten, diese Liebe zu leben. Das ist natürlich etwas, was mir auch sehr weh getan hat. Und ich finde es sehr schön, dass du diese Verbote, die du dir selbst auferlegt hast, dass du die lösen möchtest, dass du aus dem Rückzug kommen möchtest. Ich möchte mit dir gern darüber sprechen, was wirklich das Thema ist, was uns verbindet, wie wir weitergehen können. Und ich hoffe, dass nicht allzu viele Rückzüge von dir kommen werden. Ich weiß, dass du die brauchst, um an deinen Dingen zu arbeiten. Nur im Rückzug kannst du dich mit dir selber beschäftigen. Ansonsten versuchst du dich immer wieder auf mich entsprechend einzulassen. Ich gebe dir alle Zeit der Welt, die du brauchst. Und ich verstehe, wie gesagt, dass du auch Zeit für dich brauchst, aber ständig nicht zu wissen, woran ich bin, ist etwas, was auch mich belastet und weswegen ich auch selber in den Rückzug gegangen bin. Das Universum sagt,
So, jetzt schnapp dir endlich die Hose und geh auf sie zu. Die Machtworte, die letzten Worte, ihr habt beide aneinander festgehalten. Ihr habt beide in dem Rückzug immer wieder die Sehnsucht nach dem anderen empfunden. Ihr habt immer wieder darauf gehofft, dass der andere so schnell wie möglich um die Ecke kommt. So, liebes Gegenüber, liebster Liebender, schnapp dir die Rose, geh auf sie zu. Du willst sie sehen, hast du gesagt. Die Liebe ist da, du möchtest leicht und fröhlich mit ihr umgehen. Du hast verstanden, dass sie deine sichere Basis ist. Zeig es ihr auch. Ja, zeig es ihr auch. Ich denke, das waren jetzt wirklich ganz zuversichtliche Worte. Ich weiß ja auch immer nie, was kommt in diesem Überraschungsei, was ich denn aufmache, wenn ich die Dreierlegung mache. Aber ihr selber seht, dass sehr, sehr schöne Karten auf seiner Seite gefallen sind. Dass natürlich da auch Sorgen von ihm liegen. Aber er auch sich auf die Liebe jetzt konzentrieren möchte, weil er gemerkt hat, beruflich, finanziell komme ich auch nicht weiter. Und das Einzige, was ihm gut tut, bist du. Ja? Und das möchte er einfach wieder haben. Er spürt diese Liebe zu dir, auch wenn er versucht hat, dich wegzupacken, in die Schublade zu packen. Ja, und deine Aufgabe ist es jetzt, zu schauen, wie du ihn empfängst. Irgendwo schon mit offenen Armen und trotzdem ist mir auch klar, dass du klare Worte haben möchtest. Ja? Dass es nicht wieder eine Zwei-Tage-Lösung wird und er dann wieder für Ewigkeiten verschwindet. Das brauchst du auch nicht. Ich möchte noch die Engel der Liebe befragen, was die dazu zu sagen haben. Was sagen die Engel zu eurer Situation? Was sagen die Engel dazu? Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Ja, hier scheinen noch wichtige Themen in der Familie zu heilen zu sein. Ganz häufig ist es eben so, dass männliche Seelenpartner ein Mutterthema haben, dass sie mit der Liebe nicht rechnen konnten in Kindestagen, dass die Mutter nicht für sie da war, dass sie die Liebe nicht geben konnte oder dass sie frühzeitig verstorben ist. Und diese Themen sind natürlich Sachen, die man sich auch anschauen muss. Also jemand, der die Liebe der Mutter nicht erlebt hat, macht sich natürlich in folgenden Partnerschaften immer wieder schwer, weil die erste Frau, die ihn lieben sollte, nicht lieben konnte und ihn verlassen hat und diese Verlassensangst tief im Nacken sitzt. Also diese Themen dürfen durchaus von ihm auch nochmal angeschaut werden. Genauso kann es aber auch sein, dass du ein Vater- oder Mutterthema hast. Schau da nochmal genau hin, was dich aus deinem familiären Umfeld entsprechend belastet. Oder ist es vielleicht auch so, dass Familienangehörige Ahnen schon einmal in einer Situation waren, als sie eine Liebe nicht leben konnten und du jetzt einfach aufgefordert bist, diese Liebe mit ihm lebbar zu machen. Ne? Das kann natürlich auch Thema sein, dass ihr daran arbeiten dürft, eine Liebe, die in eurer Familie bisher nicht gelebt werden konnte, einfach lebbar zu machen. So, unter dem Deck habe ich noch, gucke ich sonst nie drunter, aber ich habe jetzt zweimal den Blick drauf geworfen, dies könnte der Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja. Der hier liegt, hat ganz, ganz tiefe Gefühle für dich. Der hier liegt, möchte dich wiedersehen. Der hier liegt, möchte mit dir in Leichtigkeit weitergehen. Er möchte mit dir zusammen leben. So, ihr Lieben, das war die Impulslegung vom 28.09. Genau. Und damit sage ich erstmal Tschüss, ciao, ciao. Wir sehen und hören uns diese Woche definitiv. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch die Legung gefallen hat. Ich freue mich aber auch über jeden eurer Kommentare. Schreiben hilft häufig, ne? Von der Seele schreiben hilft. Nutzt gerne auch dafür die Kommentare. Macht's gut, ihr Lieben, bis bald. Ciao, ciao.